Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon. Ich darf ja eigentlich nicht hingucken beim Werfen, sondern in die Kamera gucken. Versuchen wir es nochmal. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und heute geht es mal ein bisschen um das Thema Aktienrecherche und allgemeiner Überblick über fundamentale, wichtige erste Daten. So, folgendes Problem haben vielleicht viele Anleger schon mal erkannt oder folgendes Problem hast auch vielleicht du, lieber Zuschauer, bereits schon mal bemerkt. Du willst zum Beispiel zu einem speziellen Unternehmen irgendeine Kennzahl wissen, zum Beispiel die Entwicklung des KGV oder die Entwicklung des KGV-Wachstums oder du willst zum Beispiel die Entwicklung der Umsatzerlöse pro Aktie oder was auch immer wissen. Und dann gehst du erstens zu Facebook und sagst, hey Leute, was ist denn der Umsatz von Amazon 2016 gewesen? Oder du sagst, hey Leute, was ist denn die WKN von Amazon? Ich muss die noch bei mir Portfolio Performance eintragen. Nein, das machst du natürlich bitte nicht. Ja? Weil genau dafür gibt es eben direkt Seiten, die dafür geeignet sind. Und vor allem solltest du auch, wenn du gewisse Sachen bei Facebook immer liest, immer berücksichtigen, dass nicht alle Leute unbedingt da ihre Faktenchecks durchführen und natürlich auch viele Sachen einfach immer behauptet werden im Forum, die gar nicht unbedingt stimmen. Das heißt, ich habe ja schon mal gesagt, am besten immer direkt an der Quelle informieren. Das heißt, ihr holt euch den Geschäftsbericht des jeweiligen Unternehmens und dort könnt ihr dann ganz genau nachlesen, wie war der Umsatz, wie waren die ganzen Messdaten und so weiter. Das Problem ist, es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Erstens dauert es eine Weile, bis man so einen gedruckten Geschäftsbericht überhaupt nach Hause bekommt und dann erst recht aus Amerika. Zweitens ist es auch immer nicht so gut, um den ersten Überblick zu bekommen. Und da eignen sich eben solche Seiten wie in Deutsch finanzen.net. Es gibt auch viele andere Seiten. Ich nutze zum Beispiel auch ganz gerne Morningstar. Ja, das ist eine Seite, die in Amerika zum Beispiel auch sehr beliebt ist und da kann man sehr schön alle Sachen immer sich rauslesen. Das Problem ist halt bei Morningstar und das haben viele Leute hier in dem Kanal auch, die mich dann anschreiben, sagen, hä, was ist denn nochmal genau Operating Cashflow? Okay, das ist jetzt einfach, aber was ist denn sowas wie zum Beispiel Asset Turnover auf Deutsch? Keine Ahnung, dann muss man das nochmal extra googeln. Deswegen fällt jetzt zum Beispiel dann Morningstar schon mal für dich weg. Außer du solltest vielleicht mal ein bisschen deinen Kopf anstrengen und Englisch lernen. Das ist sowieso ganz wichtig, finde ich. Weil dann kann auch solche Seiten wie Guru Focus sehr interessant sein, wo man alle möglichen interessanten Sachen halt rausfinden kann. Was ich auch noch ganz gerne nutze, ist mittlerweile hier dieses Visual Capitalist. Ja, das ist eine Seite, die so ziemlich viele, wie der Name schon sagt, Dinge visualisiert. Also ihr könnt euch zum Beispiel anschauen, Markets. Ja, Millennials are investing with a, und dann guckt man sich mal so an, okay, was machen denn Millennials anders im Investmentbereich als sozusagen die Generation vor ihnen? Dann kann man hier sich so Statistiken und Daten angucken und die sind ganz häufig so mit diesen schönen Infografiken verpackt, sodass man sie sich besser merken kann. Ich bin sowieso so ein visueller Mensch. Ihr kennt das ja vielleicht, es gibt Menschen, die lernen am besten über irgendwie übers Ohr, also übers Sprechen und wenn sie halt Dinge hören. Es gibt andere Leute, die lernen besser visuell und so. Bei mir ist es halt zum Beispiel auch sehr visuell geprägt. Deswegen gucke ich mir auch sehr gerne YouTube-Videos an. Das ist eine weitere sehr wichtige Quelle, dass man sich nicht nur Interviews mit den CEOs und CFOs des jeweiligen Unternehmens anguckt, sondern vielleicht guckt man sich einfach mal hier, Peter Thiel kennt ihr jetzt auch, guckt man mal, was sagt denn Peter Thiel aktuell über Facebook? Hat er irgendeine aktuelle Meinung dazu? Und dann muss man jetzt nicht immer direkt irgendwie die Meinung von einem anderen übernehmen, aber es ist ja immer wieder interessant, auch die Meinung erstmal direkt zu hören. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja Kolja, aber warum denn jetzt zu finanzen.net gehen? Ich habe den ganzen Kram doch auch direkt bei meinem Broker, bei Comdirect zum Beispiel. Stimmt schon, ihr habt auch bei der Comdirect so einige Daten oder auch bei euren anderen Brokern, wo auch immer ihr seid, je nachdem, wie viel die insgesamt anbieten. Ja, DEGIRO zum Beispiel bietet gewisse Kursdaten gar nicht an, was ja übrigens gut ist für alle, die bei DEGIRO sind, weil wir wollen ja ganz wenig Gebühren dort nur zahlen und Kursdaten kosten eben den Broker Geld. Ich will mich jetzt gar nicht zu lange hier mit aufhalten. Ich wollte nur sagen, schaut mal hier, die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway ist bei der Comdirect mit 176 Milliarden Euro angegeben. Hier,
Ja, und das ist einfach nur falsch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier zurückgehe zu finanzen.net und mal Berkshire Hathaway eingebe, ja, dann seht ihr es eigentlich immer gleich. Zack, Berkshire Hathaway Inc. Klicke ich mal rauf. Okay. Und dann habt ihr immer, wenn ihr so die Aktie erstmal hier oben so aufruft, unten eine Angabe mit allen möglichen ersten Daten und Fakten. Und dann seht ihr hier auch direkt, na, jetzt ist natürlich gerade der Vorführeffekt. Hier Marktkapitalisierung sind eher so 376 Milliarden Euro. Das könnte schon eher stimmen. Also ist dann vielleicht doch besser Verlass auf so eine Seite, die sich auf solche Daten eben spezialisiert hat. Und heute schauen wir uns mal finanzen.net so ein bisschen an. Ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen. Ich habe auch eine Kolumne gerade für die geschrieben. Und ja, wir haben eine Weile miteinander immer mal wieder so hin und her geskypt und gesagt, hey, wir könnten doch mal so ein bisschen zusammenarbeiten. Und ich werde auch in Zukunft mit denen zusammen noch ein paar Inhalte für euch vorstellen, herstellen, damit wir einfach alle gemeinsam insgesamt mehr lernen. Und natürlich auch für mich ist es auch eine geile Sache, um die Reichweite zu erhöhen. Das ist ein ganz klarer Fokus von mir. Aber kommen wir jetzt zurück und ich zeige euch mal, wie ihr nicht euch immer nur auf Facebook verlassen müsst oder auf euren Broker oder eben direkt ganz viel Mühe machen musst mit dem Geschäftsbericht, sondern wir geben jetzt hier zum Beispiel, was nehmen wir, Amazon oder ja, Netflix nehmen wir jetzt mal nicht, sonst kriege ich irgendwann noch Ärger, dass ich immer nur über Netflix rede. Also nehmen wir doch mal Amazon als Beispiel. Und da habt ihr schon mal die ersten ganz wichtigen rudimentären Daten alle auf einen Blick. Ihr habt die Kursveränderung von heute gerade 6,10 Euro günstiger geworden. Ja, wahrscheinlich ist dieser kleine Kursrückgang ungefähr die fünffache Marktkapitalisierung von Air Berlin zu ihrer besten Zeit, ja. Und ihr habt dann hier WKN, ISIN, das Ticker-Symbol, alles direkt hier zusammen. Das Ticker-Symbol braucht ihr zum Beispiel auch, wenn ihr Portfolio-Performance nutzt. Ja, kennt das ja, die Software, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Super Tool, da hat man alle seine Aktien immer in perfekter Übersicht und so. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Amazon mir in mein Depot legen wollen würde, müsste ich dieses Wertpapier ja hinzufügen. Und dafür brauche ich dann natürlich auch irgendwelche Kursdaten und die kriege ich eben über dieses Ticker-Symbol und dafür brauche ich das. Also springen wir mal zurück zu Finanzen. Jetzt kann ich aber nicht nur irgendwelche WKNs und so weiter oder irgendwelche Börsenplätze und dann die dortigen Kursstände und so weiter abfragen, sondern ich kann auch noch wesentlich mehr machen, sonst wäre dieses Video auch ja ein bisschen, ich sag mal, zu wenig Infos. Gucken wir uns jetzt zum Beispiel mal Bilanz und GUV von Amazon an. Und ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange von finanzen.net. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber diese visuelle Darstellung, und das erinnert dann schon sehr an Y-Charts und andere Dienste, die eben diese ganzen Zahlen, die wir ja ganz häufig nicht so gut einordnen können, auch grafisch mal darstellen. Und wir haben dann hier solche Sachen wie natürlich ganz klar einmal die Umsatzerlöse. Ihr könnt euch die Umsatzsteigerung anschauen. Aber eben, und das ist natürlich auch gerade wie bei so einem Unternehmen wie Amazon interessant, das KGV beispielsweise zum Jahresendkurs. Dann kann man sehen, okay, 2010 KGV von 70, ja, jetzt 2016 bei einem viel, viel, viel größeren Unternehmen, aber ein immer noch höheres KGV, in manchen Jahren zum Beispiel gar kein KGV. Woran liegt das? Naja, wenn es keinen Gewinn gibt, sondern hier, wie man sieht, zum Beispiel im Jahr 2014, da sehe ich sofort auf den ersten Blick Ergebnis je Aktie, okay, minus 0,52 Cent, ja, und somit kann natürlich auch kein KGV da sein. Und da habe ich schon auf den ersten Blick in 10 Sekunden, bam, sofort so ein paar Eckdaten zu Amazon mir angeschaut. Und ich kann jetzt hier auch noch anfangen, andere Daten hinzuzufügen. Ich weiß zum Beispiel, okay, Dividende je Aktie brauche ich natürlich nicht bei Amazon, weil die haben keine Dividende. Aber vielleicht möchte ich mir mal was anderes anschauen. Ja, sagt ihr doch mal, was ihr wissen wollt. Hier zum Beispiel Eigenkapitalquote sehe ich hier. Ui, ist ein bisschen zurückgegangen, kam dann aber wieder ein bisschen hoch. Naja, wie sieht das Ganze grafisch aus mit der Eigenkapitalquote? Hier haben wir es in Rot dargestellt. Ja, Eigenkapitalquote geht eigentlich zu runter und jetzt ist sie wieder ein bisschen gestiegen. Und ihr habt also Möglichkeiten, endlos viele Daten hier einzugeben und freizuschalten. Was ist das hier unten? Hier könnt ihr auch noch Einschulungsbilder euch anschauen, von wem auch immer. Und eine andere Sache ist auch noch ganz interessant, die Fundamentalanalyse. Da habt ihr auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Vergleiche zum Index
und Analystenschätzungen und alle möglichen Sachen, wie gesagt, für den ersten Blick, die euch dann immer Indiz sein können, ob ihr euch mit dem Unternehmen weiter beschäftigen wollt oder eben nicht. Es gibt aber auch ganz viele andere Sachen und da immer wieder stelle ich in der Community fest, Leute sagen dann, wo gibt es eine Webseite, wo ich mal irgendwie Neuemissionen und IPOs mir angucken kann. Naja, und machen wir das Ganze mal zusammen, ja? Aktuelle IPOs, ja? Und dann sehe ich, meistens komme ich direkt auch auf finanzen.net. Und ich habe hier dann direkt, ich kann es auch direkt über die Seite aufrufen bei IPO, kann dann sehen, okay, Aramco will demnächst an die Börse. Riesengroßes Unternehmen, das größte Unternehmen der Welt, ist aber nicht an der Börse bisher gewesen, ja. Aber anscheinend wollen sie zumindest einen teilweise Börsengang machen. Hier gibt es sogar schon WKN, aber es steht noch keine Zeichnungsfrist und so weiter da. Aber das Unternehmen soll wohl demnächst irgendwann an die Börse gehen. Dann seht ihr hier alle möglichen anderen Unternehmen, dann könnt ihr euch mal angucken, okay, vielleicht kann ich mal irgendwo bei dem Unternehmen von Anfang an mit dabei sein und nicht erst irgendwie 10 Jahre später auf dieses Unternehmen kommen, ja. Könnt ihr euch hier zum Beispiel mit angucken. Oder zum Beispiel eine andere Sache, Insider-Daten. Ja? Was tun eigentlich aktuell die Insider? Die dürfen ja auch Aktien kaufen und verkaufen, müssen dies nur immer eben genau offenlegen und zeigen. Und dann kann ich mir halt sehen, guck mal, hier ist richtig schön nach Tage geordnet. Das heißt, hier gibt es für viele von den Vorständen und so weiter aktuell kein Sommerloch. Ich sehe hier zum Beispiel alle möglichen bei CEWE. Ja, hat gerade zum Beispiel Nagel, Dr. Peter, hat zum Beispiel 100 Aktien gekauft, jeweils an 3 unterschiedlichen Tagen. Das sind jetzt natürlich nicht so viele. Jetzt könnte man natürlich nochmal googeln, wer ist dieser überhaupt? Wer ist es überhaupt? Und dann kann man immer gucken, ja, habe ich die Aktie oder ist die Aktie vielleicht interessant? Einziges Problem bei Insider-Daten ist natürlich immer, ja, man weiß ja nicht genau, warum haben die jetzt zum Beispiel ihre Aktien verkauft oder gekauft. Ja. Hier zum Beispiel Zalando auch am 12.8. Ja, gab es einen Verkauf und dann sehe ich hier, melden da Ritter Rubin, ich glaube, das ist sogar, warte mal, es gibt ja, das ist ja das Lustige bei Zalando, gibt es ja 3 CEOs, ist ja eine ganz sonderbare Konstruktion, aber ich glaube, das ist sogar der Vorstand, ja. Ich verdiene 200.000 Euro im Jahr, sagt er. Ja, Rubin Ritter, Vorstand, er verdient 200.000 Euro im Jahr. Ja, das sagt er, aber er hat ja ein bisschen mehr verdient jetzt gerade, weil er hat hier, schaut mal her, 100.000 Aktien von Zalando verkauft zum Kurs von 40 Euro. Dann fragt man sich, okay, der hat jetzt hier einfach mal für 4 Millionen Euro Aktien verkauft. Warum hat er das gemacht? Könnt ihr dann versuchen rauszufinden. Ist eure Aufgabe. Aber hier, solche Daten könnt ihr eben bei finanzen.net zum Beispiel auch mit rauslesen. So, und das war jetzt einfach mal so ein kleiner Hinweis einfach nur. Ganz häufig ist es auch so, ich habe hier das gebookmarkt, zum Beispiel hier jetzt mit den Leitzinsen, weil ich immer so eine schöne Grafik finde, um direkt mal zu gucken, wie es gerade so steht um die Leitzinsen. Und ganz viele Sachen, die ihr bei Google sozusagen eingeben werdet und spezifische Daten, zum Beispiel Hauptversammlung von Amazon. Dann gebt ihr das ein bei Google, dann kommt ihr meistens auch direkt auf finanzen.net. Und ihr habt noch ganz viele andere Daten, die ihr dort rauslesen könnt, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe. Ja, ihr habt zum Beispiel hier ein komplettes Trading Desk, ähnlich wie auf der Webseite bei der Börse Stuttgart. Ich glaube, das ist sogar auch von Simon hier von Trader Fox. Ja. Ihr habt noch, genau wie bei Informationen über Aktien, habt ihr eben noch Informationen über ETFs, über Anleihen, über Rohstoffe und so weiter und so fort. Aber ich kann euch natürlich jetzt nicht alles in einem Video sagen. Ich wollte euch nur mal den Anreiz geben, schaut gefälligst auf dieser Seite nach, wenn es um solche fundamentalen einzelnen Daten und Fakten geht, ja, und kommt nicht direkt damit in die Community bei Facebook und nervt alle anderen, weil ihr zu faul wart zu googeln, sondern nutzt erst finanzen.net. So. Und jetzt, wenn ihr dann bei finanzen.net wart und gesehen habt, boah, das KGV von Amazon ging erstmal runter, jetzt geht es aber wieder enorm hoch, obwohl Amazon schon so groß ist, ja, dann geht ihr mit diesen Informationen in unsere Community und fangt dort dann damit an zu diskutieren und sagt, hey, passt mal auf, ich habe recherchiert und habe das und das rausgefunden und was sagt ihr denn jetzt dazu? Ja, aber nicht,
die anderen die Arbeit machen lassen und selbst zu faul sein. Okay? Also, dafür ist die Seite da und in Zukunft, denke ich mal, das Team von Finanzen.net gefällt mir auch sehr gut. Die haben sich direkt an das gehalten, was wir abgesprochen haben, hier mit der Kolumne und so weiter. Und solche Zusammenarbeit macht mir immer Spaß. Von daher denke ich mal, werden wir auch in Zukunft vielleicht sogar mal ein paar gemeinsame Videos produzieren. Ihr könnt ja mal auch schreiben, welche Daten ihr noch bei Finanzen.net euch regelmäßig rauszieht oder ob ihr die App irgendwie am liebsten nutzt oder so weiter. Würde mich natürlich auch mal interessieren, was ich vielleicht noch alles hier dazulernen kann. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße und vielen Dank natürlich an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart. Bis zum nächsten Mal.